Wasser, die Gesellschaft redet zwischen Lunch und Dinner. Nachmittags, five o'clock, von Madame X und Madame U. Besten ist, man hört den Leuten gar nicht zu. Die hat ihren Mann betrogen, die ist dem Chauffeur gewogen und man urteilt ganz en bloc. Mit Mr. X ist sie intim, er hat etwas mit ihr und sie hat was mit ihm. Oi, 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 oi. Ja, warum soll eine Frau kein Verhältnis haben, kein Verhältnis haben, kein Verhältnis haben. Ist sie hübsch, wird man sagen, die muss doch eins haben. Ja, ja, die muss ja eins haben, sonst wäre es zu dumm. Ja, und wenn man schon so redet und sie hat keins, na, dann ist es doch viel besser gleich, sie hat eins. Hä? So warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Können Sie mir sagen, warum? Man lacht diskret und maliziös, so entsteht die ganze Chronik skandalös. Kennen Sie Frau Y, die große, blonde, schlanke? Wissen Sie, was man da sagt? Sie hat einen Mann, sie hat einen Freund und einen Onkel, der es sehr gut mit ihr meint. Dann hat sie einen Löwenjäger, außerdem ein Jazzbandnäger, dann hätte der Konsum. Man redet rum, man tratscht rum und außerdem ist die ein bisschen andersrum.